Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Atlas Reactor Ranking. Wen banne ich denn jetzt mal? Banne ich wirklich Helio oder banne ich jemand anderen, der mich mehr stört? Weiß ich nicht so richtig. Bannen wir Helio. Willkommen, wie gesagt, willkommen, willkommen. Und zwar gibt es eine große Ankündigung. Gestern, beziehungsweise wenn das Video rauskommt, vorgestern, haben die Entwickler von Atlas Reactor angekündigt, dass das Spiel komplett free to play wird. Bis jetzt gab es ja so eine Demo, die man so lange spielen konnte, wie man wollte. Und ab dem nächsten Patch wohl, wird es komplett free to play sein, sprich, man wird auch Freelancer freischalten können, ohne Geld dafür zu bezahlen. Was natürlich sehr angenehm ist. Ich spiele jetzt mal Rask, weil die anderen zwei schon jeweils, weil schon zwei Damage-Dealer bei uns ausgewählt wurden und der letzte müsste jetzt Support spielen. Ich hoffe, das wird er tun. Wenn nicht, wäre doof. Ich habe auch mit einem Kumpel drüber gesprochen. Die kurze Unterhaltung, das geht vielleicht so 2, 3 Minuten, werde ich euch hier hinten an das Video ranschneiden. Da habe ich mit Marvin gesprochen, den ihr schon kennt aus anderen Atlas Reactor Videos, mit dem ich auch Duo Ranking gemacht habe und sowas. Weil wir wollten eigentlich ein Duo Ranking spielen, haben aber leider nach über 10 Minuten keins gefunden. Und das ist auch eigentlich das, was uns am meisten ja bei dem Spiel so ein bisschen stört. Und was sich natürlich hoffentlich ändern wird, weil auch Ranking wird dann für alle zugänglich sein, solange sie 50 PvP-Spiele abgeschlossen haben. Und mindestens 10 Charaktere besitzen, weil wir haben 4 Charaktere pro Seite, also 8 Charaktere plus 2 Bands. Sprich, wenn man der Letzte ist, der auswählen darf, kann man im schlimmsten Fall 9 Charaktere weggepickt und gebannt bekommen haben und muss dann halt den Letzten, der übrig bleibt, spielen. Das ist so die übliche Regel für ja, teambasierte Spiele, wo man das Pick- und Bann-Phase gibt und keiner doppelt vorkommen darf. Ich habe, wie gesagt, ich will es nicht vorwegnehmen. Ich erzähle nur kurz, was sich daran ändert. Also ein kostenloser Spieler kann halt mit so einer neuen Einheit, die man fürs Spielen bekommt, namens Flux, glaube ich, Charaktere freischalten. Ich weiß nicht, wie viel man bekommen wird und wie schnell das gehen wird, einen Charakter freizuschalten, aber es gibt die Möglichkeit. Und wir als sozusagen Käufer bekommen irgendwie 50.000 Flux. Außerdem wird man halt noch Master Skins damit freischalten können. Deswegen, das werden wir damit tun. Und wir werden weiterhin alle Freelancer, die erscheinen werden und erschienen sind, kostenlos bekommen. Das ist so, funktioniert so ähnlich wie das Smite-Modell, wo man auch, ich glaube, für 20 Euro oder so halt alle Charaktere einfach freischalten konnte und sich dann nicht mehr darum kümmern muss. Und wir können sozusagen als Käufer dann, glaube ich, nur die Master Skins damit kaufen. Ein Master Skin wird anscheinend 25.000 von diesen Flux kosten. Weil bis jetzt 10.000 ISO, dann 25.000 Flux. Weil sie haben gesagt, mit den 50.000 Flux, die wir bekommen, wird man wohl zwei Master Skins freischalten können. Das war ihre Ansage. Deswegen, glaube ich, wird das ganz interessant werden und wie gesagt, es soll dann hoffentlich mehr Spieler bringen und dadurch auch besseres Matchmaking im Zweifel. Das Casual Matchmaking ist ja okay, damit kriegt man ein ordentlich schnell ein Spiel. Das Solo-Ranking im niedrigen Level geht auch noch ganz gut. Aber alles andere ist halt echt schwierig, sage ich jetzt mal. Alles andere ist schwierig. Und ich bin mal gespannt, ob dann ein paar mehr Leute spielen werden oder zurückkommen werden zum Spielen, weil viele haben sich halt beschwert, wo sie die kostenlose Version, weil es in Steam ja unter Free-to-Play gelistet ist, wo sie die kostenlose Version probiert haben, dass es halt nicht wirklich kostenlos in Anführungszeichen ist, weil sie halt die Charaktere nicht freischalten können, die sie gerne haben möchten oder permanent benutzen wollen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das irgendwas daran ändert. Hat er mich gesehen? No, er hat mich, glaube ich, gerade nicht gesehen, weil ich habe mich auch nicht gesehen. Guck, guck. So, guck, guck, Jungs. So, wen will ich jetzt? Ja, der könnte mich blocken, aber ich glaube, den will ich doch. Den will ich eigentlich nicht fokussen. Eigentlich will ich sie fokussen, den Support ist immer eine ganz gute Variante. Deswegen laufe ich ihr noch einfach jetzt hinterher. Sie kann natürlich wegspringen.
Oh, er blockt sogar so. Er hätte, glaube ich, auch andersrum blocken können, hätte keinen Unterschied gemacht für mich. Damit erwischt aber leider nur noch einen. Er wird frech, dass die Kamera gerade von da kommt jetzt. Das ist nicht gut, dass von hinten dann drauf geschossen wird, ist super. Also ich spiele jetzt so ein bisschen den Madman, der einfach reingeht. Und ich habe mir, weil ich ja Geburtstag hatte, habe ich mir einen neuen Monitor bestellt, und zwar einen 144 Hertz Monitor. Und es ist echt angenehm, man sieht eigentlich bei fast allen Spielen einen Unterschied, ist mir aufgefallen. Das hätte ich gar nicht vermutet, aber ist so. Ist so, ist so. Nein. Auf die wollen wir. Das ist Quatsch. Sehr schön. Na, dann erwische ich sie halt jetzt. Guck, guck, ich bin immer noch da. So, er kann nicht blocken, sie kann nicht mehr dashen. So, ich trenne die mal ein bisschen. Dann laufe ich ihr hinterher, denke ich. Ja. Oh, frech. Dann fliegt er jetzt einfach. Außer er. Naja, er greift an. Okay, dann fliegt er jetzt einfach. Das war ein schöner Schuss. Muss man einfach mal sagen. Guck, guck. Sie kann nämlich jetzt nicht mehr abhauen, gar nicht mehr. Sie kann nichts tun, außer vielleicht ein Schild. Auf jeden Fall treffen wir sie aber. Erst nächste Runde kann sie wieder ausweichen. Sie hat jetzt schon den Catalyst verbraucht. Genau, und da ist ein nächster Catalyst raus. Headshot. Das tut nämlich ordentlich weh, was wir jetzt gerade mit ihr machen. I'll give you one shot. 45 ist bitter. Jetzt kann ich mich aber heilen, meine Ulti machen und dashen und dann habe ich alles wieder. So, sie könnte jetzt auf mich dashen und sonst glaube ich niemanden außer Lockwood. So, wir gehen dahin, heilen uns, machen Ulti. Dann können wir uns nächste Runde nämlich gleich wieder heilen, für den Fall, dass wir unter 60 HP haben. Proximity Shield in place. Ja, genau. Sie musste da hingehen. Aber leider habe ich die falsche Seite gewählt von ihm. Sie musste sich da bewegen. Oh, verdammt, ich habe wirklich die falsche Seite gewählt. So. Ich will nicht an ihr. Sie kann nur noch auf mich dashen. Was eigentlich bedeutet, sie wird wahrscheinlich dorthin gehen.
denke ich. Nochmal aufladen hier. Ja, sie geht dieser dann nur für die 20 Schaden halt in Kauf. Und die 12 und die kriegt noch nochmal 20 Schaden. Oder ist dann schon weg? Könnte sein, dass es schon weg ist. Na, verschwindet mein Gift jetzt? Ja, verschwindet, okay. Das ist natürlich schade. My instincts say to be wary. So, ich will einfach nur ausweichen, damit ich seine Ulti nicht abkrieg. Wenn ich jetzt nicht dashe. Ich kann ihn nicht angreifen. Dasht er und macht Catalyst? Ach, vielleicht hat er Might drin? Weil das ist nämlich genau der Teil, wo man sonst Might drin hat, eigentlich als Lockwood. Ja, ich dachte, er hat Might drin. Guck, mich hast du nicht getroffen. Okay, sie hat ja auch Ulti benutzt. Und er hat nicht mal getroffen dafür. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Und ich will jetzt mal hier eine Runde Dingensen. Vielleicht komme ich ja noch raus, wenn sie... Wobei, jetzt kann ich auch einfach umulten. Unter Umständen. Unter Umständen mal ulten sie einfach rein. Das war schlecht. Enjoy your cauterization. Use the catalyst. Okay. Caught in my web. Okay, sie ist tot. Sehr gut. Das überlebe ich noch. Das überlebe ich auch noch. Das nicht mehr, weil er direkt dran steht. Schade. Und sie lebt noch, aber jetzt nicht mehr. Wenigstens das. 1:1 getauscht. Ach, nix. Aber er kann jetzt den töten, weil er kann auch nicht mehr. Aber er kann auch ausweichen. Er kann auch dashen. Das wird er wahrscheinlich auch tun. Sie kann nicht ausweichen. Und er wird wahrscheinlich nicht ausweichen. Höchstwahrscheinlich. Aber du bist wahrscheinlich. Vor allem ist der Nix dabei tot, glaube ich. Das war ein interessanter Catalyst. Das wird 3/4 Leben gemacht. Dreiviertel Leben war das. Wie gesagt. Aber er wird es wahrscheinlich jetzt nicht überleben. Ich glaube, er ist treffbar. So, sie will ausweichen. Fritz hatte meine, sie könnte versuchen, um sie zu treffen, aber sie weicht echt auf dieses kleine Ding aus. Obwohl sie volles Leben hat. Achso, wegen der Ulti. Okay, das ist verständlich. Damit kann ich leben, dass man das macht. Vielleicht ist sie dann auch noch in Deckung gegangen. Ja, aber. Dass er dann nicht wegkommt, wenn er sich nicht teleportet. Weil, ja, hat er noch einen Teleport? Ne, hat er nicht mehr. So, ich will sie gerade noch treffen. Und dann da drauf laufen. Weil ich denke, da werden sie hinlaufen. Oder sich hinbewegen wollen. Aber jetzt will ich den Mech mopsen. Außerdem kriege ich mit Sicherheit Schaden. No one can follow my footsteps. Ja, ich treffe mich immer noch. Und ich werde jetzt wahrscheinlich mal nicht direkt ulten, weil sie könnten noch nicht geschnackelt haben, dass ich das selber auslösen kann. Weil vorhin habe ich es direkt benutzt, wo ich voll war. Sofort. Das heißt aber, ich will jetzt nicht dashen. Ich
wesentlich weiter rüber. Das müsste noch zählen, dass sie dort getroffen wird nächste Runde von der. Sehr gut, der Bubble sich selber. Achso, unser Nix ist noch gestorben. Ja, okay, sie geht rein. Wenn ich mir das Ganze sparen könnte und ziehen auf sie. Aber es ist schön, wie festgehalten wird. Aber der Stück hat trotzdem leider. Sie haben einen ziemlich guten Fokus. So, ausweichen ist es nicht mehr, Jungs. Rein da. Mit Ulti rein da. Und sie kann, glaube ich, alle nicht ausweichen, keiner mehr. Trank first, and Dinsel later. Zünden alle ihre Lebensenergie. Und alle getroffen, sehr gut. Habe ich direkt wieder 32 Energie. Just stay right there. Das war richtig bitter gerade. Und er nimmt auch mich anstatt Gray dadurch. It's the five turns left. Ich will auf sie. Ich will auf ihr einfach hinterher. Müsste eigentlich reichen, wenn wir alle angreifen, alle drei. Dann sind wir schon wieder vorne. Ja, ich habe nicht dran gedacht, wo ich 20 geschrieben hat, dass ich noch meine Ulti drunter habe. So, jetzt will ich eigentlich direkt da drauf. Oh, was meine Ping geht da nicht durch. Oh, bei mir geht halt gar nichts. Ich kann nichts machen. Ich habe gerade wieder einen Verbindungsabbruch oder was? Ey, Telekolumbus, ich kann dich manchmal so. Wow. Da war einfach mal nichts mehr an Verbindung. Ich hoffe, ich laufe wenigstens. Ja, ich laufe wenigstens, wo ich hin wollte. Ich schmeiße einfach durch den Cage durch, würde ich behaupten. Weil er kann nicht mehr blocken, er kann nicht mehr ausweichen. Sie kann noch rollen, aber sie kann, glaube ich, auch nicht in Sicherheit rollen. Ich schmeiß die beiden jetzt einfach durch den Cage durch. Oder die rollt da raus, dann ist es ja sowieso durch den Cage durch. Oh. Hat wohl gut geklappt hier. Kann man mal einen GG-Boost raushauen. Das lief. Victory. Wir haben zwar erst hinten gelegen, aber dann haben wir einfach die ganzen Catalysts alles rausgeholt. Sie konnten nichts mehr tun. Wir hatten das meiste noch und sie konnten nichts mehr tun. Wir haben es einfach bunt gespielt. Und ich habe sogar den meisten Schaden gemacht, obwohl ich Frontliner war. Ich bin einfach reingegangen und habe die zerprügelt. Super, freut mich doch. Und gab sogar mal ordentlich Punkte wieder dafür. Wie gesagt, jetzt schneide ich euch noch dran, wo wir uns kurz drüber unterhalten haben, was wir denken, was das für eine Änderung bedeuten wird. Und in diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen und bis morgen. Was hältst du eigentlich von der Free-to-Play-Umstellung? Findest du die gut? Also, beide eigentlich völlig okay, die
die Modelle. Wir haben halt jetzt ein Unlock-Pack quasi nur noch und kein Access-Pack. Ein Ich meine, es ist immer noch super wertvoll. Also. Ein Unlock-Pack für all the Freelancers. Auch Future? Ja, ja. Ja, dann ist es eigentlich völlig egal. Ist also, ich glaube, Smite hat auch so ein Pack für 15 Euro oder sowas. Mhm. Ich glaube 20 oder so also ist das. Ja, das ist dann genau der Preis, den wir hier auch haben. Das Ultimate God Pack oder so heißt das. Ich bin mir nur nicht sicher, was ich dann mit dem Währung anfange jetzt als Pack-Besitzer, weil ich kann ja keine Freelancer damit freischalten. Mit der erspielten Währung. Kannst nur Master-Skins, glaube ich, dann damit freischalten. Keine Skins mehr? Nee, die normalen Skins kriegst du immer noch aus Lootboxen und über ISO. Mhm. Und dann kriegst du halt die Spielwährung eigentlich zum Freelancer freischalten und sie haben schon gesagt, dass man Master-Skins damit freischalten kann. Wir kriegen irgendwie 50.000 davon, was wohl reicht, um 2 Master-Skins freizuschalten. Mhm. So, aber dann können wir nur Master-Skins damit freischalten, weil den Rest haben wir ja. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Aber sie können, wobei, ja, sie könnten sonst nur irgendwie was anbieten, wegen, dass wir es in ISO umtauschen, keine Ahnung, mit 1 zu 100 Ratio oder so. Aber dann müssten sie es halt nur für Leute machen, die das Pack haben ansonsten. Oder die alle Freelancer besitzen. Ja. Sozusagen das nur zur Verfügung stellen. Weil jetzt mit dem, wenn du so eine Buy-to-Play hast, da können wir alles erspielen dann. Mhm. Die ganzen Skins, theoretisch. Ja, das können ja aber die anderen dann auch. Die werden ja wohl die Loot-Matrixen drin lassen, denke ich. Mhm. Vielleicht bloß nicht, dass hier der OG Slizzard, Mike. Der hat gestern mitgespielt und der hat wohl nicht mehr das Problem gehabt, dass er nur alle 36 Stunden eins öffnen konnte. Hm. Also der hat gestern wohl, halt, logischerweise, weil er neu angefangen hat, gleich 2 Level gemacht und hat die direkt hintereinander geöffnet. Hm. Deswegen weiß ich nicht, ob die Limitierung dann auch raus ist. Aber das würde mich wundern, weil das wäre ja auch einer der stärksten Gründe zu sagen, okay, ich kaufe vielleicht doch mal, wenn mir das Spiel Spaß macht, das Spiel. Mhm. Wenn du so irgendwie nur jeden Tag eine Matrix öffnen kannst.